Bismillah, salatu wassalam, ala Rasulillah. Also die Frage lautet, ob ein Muslim ein Kafir Beileid wünschen. Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Manchen haben gesagt, darf man nicht. Und manchen haben sie gesagt, doch, man darf. Dass man ihm ein paar Wörter sagt oder ein paar Sätze sagt. Und hier gibt es auch also viele Arten. Zum Beispiel, ein Käfer hat einen Sohn, der auch Käfer ist, verloren. Oder seine Frau, die auch Käfer ist, verloren. Hier kann man ihm sagen, also ein paar Wörter. Für wen? Also für ihn. Warum? Weil wir nicht für jemanden, der als Käfer gestorben ist, Dua machen. Kann man ihm sagen, sei geduldig, solche Wörter. Aber wie gesagt, man darf ihm nicht, oder man darf nicht für der gestorben ist, also Dua machen, weil er als Käfer gestorben ist. Und gibt es auch zweite Art, eine, der Muslim ist, aber sein Vater oder seine Mutter als Käfer gestorben ist. Was dürfen wir auch zu ihm sagen, obwohl er Muslim ist, aber der Vater von ihm Käfer? Man kann auch ihm sagen, Sabbarakallah. Zu wem? Zu dem Bruder, nicht zu seinem Vater. Sein Vater ist mit Koffer gestorben. Man macht nicht für ihn Dua, wie gesagt. Aber für Bruder kann man ihm sagen, Sabbarakallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und inna lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Ja? Solche Dua, aber nur für ihn. Okay? Und jetzt, wenn ein Muslim hat auch sein Vater oder seine Mutter, die auch Muslime gestorben ist, kann man ganz normal auch für ihn Dua machen, weil er, meine ich damit, sein Vater als Muslim gestorben ist. Du sagst ihm zum Beispiel, Rahimahullah, Ghafarallahu leh, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und solche Adaya. Und auch Sabbarakallah Azza wa Jal für ihn. Das heißt, man darf für die beide also Dua machen. Das heißt, wir haben, wie gesagt, vier Arten. Einer, der Muslim ist, der Vater Kafir. Und einer, der Muslim ist, der Vater zum Beispiel Muslim. Und einer, der Kafir ist, ja, einer, der Kafir ist und der Vater Kafir. Und einer jetzt, der Kafir ist, aber der gestorben ist, Muslim. Das kann auch passieren. Zum Beispiel, ein Kafir, sein Sohn ist Muslim. Dann, was kann man auch für ihn sagen? Kann man auch für den Bruder, der gestorben ist, auch Dua machen. Rahimahullah, ghafarallahu leh, und so weiter und so fort. Und für ihn, als Kafir, kann man ihn auch sagen, also kann ich sagen, also, dass du für ihn Geduld wünschst, weil er seinen Sohn zum Beispiel also verloren hat oder solche Sachen. Aber nur muss man aufpassen, wenn jemand also mit Koffer gestorben ist, darf man nicht für ihn also Beileid wünschen oder Dua für ihn machen. Hada wallahu a'lam.